Was geht ab? Also irgendwo in einem Wohngebiet. So ganz genau kann ich die Adresse und den Ort nicht benennen, aber wir sind im wunderschönen Grenzgebiet von Karlshorst. Führst du gerne Interviews? Also Interviews führen selber tue ich nicht. Ich habe jetzt gerade mich natürlich ganz viel ins neue Album reingehört und da habe ich jetzt ganz krassen Ohrwurm von Herr Aber Aber und sehr, sehr geiler Song auf jeden Fall. Schön, dich zu sehen. Herrlich. Hi. Herrlich, schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Geil. Konzept dieses Formats ist, dass wir rausgehen und ein bisschen rumlaufen. Ich war hier noch nie, deswegen darfst du mich gerne abholen. Wo sind wir denn hier? Weil du hast den Ort ausgesucht und warum sind wir hier? Wir sind am, also ganz genau sagen kann ich es dir auch nicht. Es ist Karlshorst, Lichtenberg, Berlin. Mhm. Ich gehe hier dreimal die Woche rennen und das ist so ein bisschen mein Happy Place geworden. Einfach weil ich irgendwie, ach so, stimmt, es gibt ja Jahreszeiten, so, weißt du? Okay. Stimmt. Es gibt ja neben Beton und Hundescheiße auch noch Pflanze. So, ja, das heißt, wollen wir deine Laufstrecke einfach ablaufen? Ja, ich glaube, die ist jetzt ein bisschen ausladend, aber wir können einfach hier rein und dann finden wir uns. Okay, du bist der Wegweiser heute. Ja. Ich habe ja schon erzählt, dass ich schon sehr, sehr lange auch deine Musik höre. Und wenn man deine Musik, die du mit den Orsons machst und deine Musik, die du als Solo-Artist machst, vergleicht. Zumindest in den vergangenen Alben liegt die Interpretation nahe, dass so Orsons mehr auch lustige, spaßige Inhalte sind und dein Solo-Projekt auch doch durchaus emotionalere und ernstere Themen mit sich trägt und beschäftigt in der Musik. Würdest du das so bestätigen? Ja. Hat sich das einfach aus der Situation heraus ergeben, dass ihr vier Jungs wart, die Bock hatten, witzige Musik zu machen? Oder wie kam es dazu? Ey, wir wollten ja gar nicht wirklich zusammen Musik machen, sondern wir mochten uns. Und wir wollten es nicht veröffentlichen. Wir waren einfach so, ey, lass uns vier Tage nur Bullshit. Es war wirklich so, wir wollten wahrscheinlich nur einen Tag kiffen und saufen. Und dann hat man die Nacht durchgemacht und halt gerappt, weil man eh Rapper war und bla. Und dann haben wir irgendwie so, kam das dann so zustande und wir wollten es gar nicht veröffentlichen, sondern es war halt einfach so ein Spaßprojekt, wie man Zickzeug eh gemacht hat damals. Ja. Und dann wurde es halt veröffentlicht, also natürlich schon mit unserem Segen und so, aber dann dann kam halt Chipperator zu uns und haben so, ey, das ist voll krass, ihr versteht jetzt gerade nicht, was das ist, das checkt ihr nicht, aber trust us. Das wird Welle machen. Geil. Okay, und dann habt ihr quasi gemerkt, okay, wir haben es veröffentlicht, es funktioniert, es kommt gut an und habt dann quasi weitergemacht. Und dann hat sich erst dann haben sich so richtig die Orsons gebildet. Ja, genau, würde ich so beschreiben. Ja. Ist mehr passiert als geplant gewesen. Ja, geil. Du bist den ganz klassischen Weg gegangen und bist in der Nähe von Stuttgart groß geworden und dann nach Berlin gezogen, wie eigentlich jeder, der in Stuttgart groß geworden ist. Tut mir leid. Sorry, Berlin. Aber wie fühlst du dich offensichtlich sehr wohl in Berlin? Boah, geht, Alter. Ehrlich, also ich hab echt viele Jahre lang mega damit gehadert und so und war so, aber gar nicht jetzt so, dass ich denke, oh cool, da unten war es jetzt geiler oder so, auf gar keinen Fall. Das auf gar keinen Fall. Sondern ich wollte immer irgendwie am liebsten auswandern und bla. Ich hab eh so ein, weißt du, so ein Erwartungsmanagement-Problem, Alter. Mhm. So, das zieht sich schon durch mein Leben. So, und keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich gedacht habe, was ich machen würde, aber auf jeden Fall nicht das. So. Ja. Und keine Ahnung, ich habe echt lang gebraucht, um hier auch nur ansatzweise anzukommen. Ja. Und mittlerweile, ne, ich habe ja drei Kinders und so, und die sind ja alle irgendwie verhaftet in ihren Kitas, respektive Schulen und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich, klar, Alter, ich wohne jetzt vor 15 Jahren hier oder so. Also irgendwann kann selbst ich mich nicht mehr dagegen wehren. Aber du hast gesagt, du hast ein großes Erwartungsmanagement-Problem in deinem Leben. Oh, das hast du jetzt so leicht ironisch gesagt, aber was heißt, du erwartest zu viel von dir oder vom Leben und bist dann am Ende enttäuscht oder genau das Gegenteil? Präzise das, was du gesagt hast. In jeder Hinsicht. Also meine Eltern waren schon auch so ziemlich so, ey, ihr müsst, so leistungsmäßig. Mhm. Vielleicht ist es sowas. Keine Ahnung, aber ich erwarte viel von mir, auf jeden Fall. Ich bin auch bereit, oder ich war es sehr lange bereit, jede extra Runde zu drehen, um Fleiß und egal, weißt du, so. Perfektionismus, Riesenthema.
Ich habe dieses komische Hustle-Mindset, das habe ich so viele Jahre für mich unterschwellig, unbewusst gefahren. Dieses, hey, ich muss das und das erreichen. Ich muss irgendwie so und so viel Geld verdienen oder so und so viel, noch nicht mal so und so viel, sondern einfach nur, ich muss irgendwie ganz krass. Mhm. Weil so und so viel wäre ja wieder gemanagte Erwartung. Sondern einfach nur so, es muss irgendwas Großes passieren. So. Ja. Und ey, ich hab so viele Freunde, die genauso sind und so. Und das, ey, dem so auf den Grund zu gehen, das war jetzt auf jeden Fall mein Programm der letzten Jahre im Abgleich mit der eigenen Mittelmäßigkeit, die sich zum Beispiel durch Kinder natürlich in dein Leben reinsetzt wie nichts anderes. Ja. Weil da kannst du von dir halten, was du willst. Das ist denen ziemlich egal so. Ja, ja. Und ey, das ist auf jeden Fall hilfreich, um so ein bisschen Boden unter den Füßen zu kriegen. Wenn man jetzt so ein bisschen deine musikalischen Laufbahn anguckt, gerade was die Solo-Laufbahn anguckt, merkt man, dass jedes Album irgendein Thema für dich ist und auch ganz viel Innerstes nach außen trägt und immer ein wichtiges Thema für dich auch bespricht und es nicht einfach nur Mucke zum Zuhören ist, sondern auch was zum mit sich beschäftigen. Und dein neues Album heißt Eden, das kommt jetzt bald am 15.03. kommt es raus. Jawohl. Und das Krasse, was mich irgendwie total gekriegt hat, ist, dass die Musik ist für mich in einem Cabrio sitzen in Portugal, 25 Grad Sonne. Ja! Das ist einfach richtig geil. Das ist so, ich hab's auch auf dem Weg hingehört und dachte so, okay, geil, das funktioniert wirklich im Auto sehr, sehr gut, das einfach nebenbei zu hören. Das ist eigentlich so ganz leicht und total frei. Aber die Texte sind natürlich nicht einfach nur leicht und frei. Und da besprichst du... Du kannst vielleicht gerne mal selber, bin sicher, in viel besseren Worten sagen als ich, aber gefühlt besprichst du da eigentlich genau die Suche nach dem Glück und wo man es findet. Stimmt das? Ja, also die Suche nach dem Glück auf jeden Fall. Wenn ich wüsste, wo man es findet, Alter, dann weiß ich nicht. Nee, auf gar keinen Fall würde ich claimen, dass ich irgendwas verstanden habe. Also das ist vielleicht noch das Einzige, dass ich mich auch wenn man sich damit beschäftigt, aktiv beschäftigt damit, glücklicher zu werden. Ja. Da kannst du lesen und machen und tun und man irgendwie so eine richtig finale Antwort gibt es ja nicht. Und das war auch irgendwie ein Learning. Ist denn für dich, gibt es für dich einen Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit? Ja. Glück ist für mich, also nur in meiner Konnotation, mehr so was mit Euphorie und was temporär. Temporär, genau, vergänglicher. Ja. Und Zufriedenheit ist gemächlicher. Und stetiger irgendwie. Also ich finde, das schon, kann man schon unterscheiden. Ist Eden für dich ein Ort der Glücklichkeit oder ein Ort der Zufriedenheit? Ich glaube, Eden ist ein Ort der Illusion. Ein Ort einer Situation, wo man das Gefühl hat, ab da, wenn ich da bin, dann wird für immer alles geil sein. Ja. Und wenn man das auch nur so ein bisschen in sich erkundet, dann merkt man, dass es überhaupt nicht das ist, was wir wollen. Ja. Und das Interessante ist aber, dass wir dennoch die ganze Zeit danach streben. Und das finde ich halt so eine... Das ist doch der Stoff, aus dem die Menschheitsgeschichte ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also auf die eine wie die andere Art ist die ganze Zeit, diese Widersprüchlichkeit, dass man Dinge anhäuft, obwohl man weiß, dass man sowieso stirbt. Mhm. Dass man, weiß ich nicht, eine ganze Zivilisation erschafft, um sich irgendwie unsterblich zu machen. Und weißt du, was ich meine? Für was eigentlich? Ja. Und und auf der anderen Seite, was denn auch sonst? Es ist so geil, ich find's geil. Endlich Schluss mit all dem Drama. Fenster auf Panorama. Du machst ja schon so lange Musik. Kann ich mir vorstellen, dass deine Freunde alles MusikerInnen sind? Oder hast du auch noch ganz normale Freunde, die ganz normale Jobs haben? Ja, hab auch noch normale Freunde, die ganz normale Jobs haben. Aber wie ist es unter MusikerInnen befreundet zu sein? Also kannst du, also eine andere Frage, völlig andere Frage, habe ich mir aber mal gefragt, kannst du normal auf ein Konzert gehen? Boah, gar nicht. Ich mag auch Konzerte nicht besonders. TBH, Alter. Ich sag's dir wirklich, ich bin immer so, nach 20 Minuten bin ich so, ja, okay, ich hab's gecheckt. Krass, war es früher anders? Hast du früher Konzerte gemocht? Also auch nicht, auch nicht. Okay. Das ist für mich das ist nicht angenehm. Ist denn Konzert spielen für dich angenehm? Auch nicht. Ich glaube, ich habe verstanden jetzt nach all der Zeit, wie man das macht und wie. Und ich glaube auch, also ich beschäftige mich ja die ganze Zeit damit und ich beschäftige mich auch damit, wie das dann wirkt auf die Leute und so weiter. Und ich berechne das alles oder versuche das alles irgendwie möglichst mit einzuberechnen.
Aber es kommt nicht, es war nie, es ist nicht immer angenehm. Mhm. Und es gibt einfach Leute, die voll geil da, Kunden Mackes zum Beispiel. Mhm. Ja, mein Bandkollege, der ist einfach der Hauptspezialist im Dinge aushalten. Also auch als Person, der kann einfach in den Raum gehen und da was reinstellen. So, und jetzt? Und dann ist der da und dann steht es da und ich bin so, kannst du diese Cringiness da wegtun? Und er ist so, nee, das steht jetzt hier so, weißt du? Ja. Mhm. Und sowas geht mir total ab. Mhm. Ich bin, wie ich vorhin schon gesagt habe, viel mehr Typ, ey, ich übe 600 Mal diesen Backflip und das ist dann mein Kunststück und den mache ich dann aber auch perfekt, diesen Backflip. Aber bitte lass mich mit allen anderen Eventualitäten in Ruhe, die müssen wir ausräumen vorher. So. Bist du dann so ein bisschen, also heißt, du bist auf Tour auch ein bisschen, ich sag mal jetzt negativ formuliert, pedantisch, nö, dass alles doch so seine Ordnung haben muss, dass alles so läuft, wie du es dir vorgestellt hast? Oder? Auch nicht, nee. Hast du jetzt auch? Aber ich bin halt kein, ich habe halt keine Freude daran. Oh, ich rede immer wieder mit Bands, die sagen, hey, das ist doch gerade das Geile daran. Dann gehen wir da hin und dann wissen wir überhaupt nicht, was passiert. Und dann wird es voll geil und dann schauen wir mal und so. Ich bin so, it's the worst. Ich will einen Leitfaden haben und ja, so. Und irgendwie, ne, das ist halt, und ich glaube, da bin ich halt einfach vielleicht nicht so eine geile, habe ich nicht so eine geile Persönlichkeitsstruktur für diese Art von Aufgabe. Ja. Und ich glaube nicht, dass man deswegen nicht trotzdem geile Live-Shows machen kann. Man kann halt nur nicht diese Art von Live-Show machen. Ja. Weißt du? Und das habe ich irgendwann für mich festgestellt. Und deswegen ist es bei mir jetzt anders. Wenn du jetzt, das ist eine Interpretation, aber wenn du jetzt so das High, das andere vielleicht bei Touren und so krass empfinden, die haben, beschreiben ja auch ganz oft, was danach ist, dieses Ultra-Tief kommt nach der Tour. Ja. Dieses, jetzt ist halt keiner, der dir zujubelt, wenn du dann von der Bühne gehst und du da irgendwo rumstehst. Und niemand, der dir quasi alles so bereitet, dass das auch alles funktioniert. Sondern vielleicht bist du dann zu Hause und dann sind deine Kinder da und die, hast du gerade schon gesagt, die erden einen natürlich extrem. Aber hast du danach beerdigen einen extrem auf jeden Fall. Aber hast du dann weniger so ein Tief nach einer Tour, weil du vielleicht auch gar nicht so ein hohes High hast? Ich habe auch immer so Tour-Lows. Je länger so eine Tour ist, und ich glaube, das ist nicht nur mit dem Zujubeln verbunden, sondern einfach mit dem Lifestyle, den man hat. Mhm. Digi, das ist ein ganz eigener Kosmos, eine ganz eigene eine Klassenfahrt eigentlich. Ja. So, jetzt stell dir vor, 30 Tage Klassenfahrt und die Leute, mit denen du unterwegs bist, sind so deine besten Freunde noch. 30 Tage Junggesellenabschied. So. Ja. Genau. Oh Gott. Ja, ja. Aber auch, oh, aber auch geil. Aber auch geil, ja, voll. Und danach bist du einfach durch, Alter. Ja. Danach bist du einfach durch, weil du ja, klar. Und ich meine, ich mache das jetzt schon so lange, ich hatte alles möglich, ich hatte mehrere Touren, wo ich komplett nüchtern war und gar nicht super straight edge, nix kiffen, nix saufen, gar nichts. Mhm. Und irgendwelche Touren, wo ich nur 30 Tage am Stück hacke voll war. Mhm. Und egal. Also auch wenn du total nüchtern und ich meditiere jeden Tag und was auch immer, ist trotzdem. Okay. Ist einfach irgendwie so ein Crash dann wieder im Alltag. Ja, krass. Die ist jetzt auch schon, das heißt, du hast jetzt eine kleine Tour und dann kommt noch eine große Tour? Maybe. Wann, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich würde es natürlich gerne machen. Also, und ich, klar, wenn die Leute irgendwie den Laden einrennen, was ich sehr, sehr, was mich sehr, sehr freut natürlich, dann klar, warum nicht? Ey, ich bin so gespannt. Ich habe wirklich. Ich brauche normalerweise beim Musik hören immer so ein paar Mal, bis ich das gut finde. Also ich habe selten Songs, die sofort klicken. Und ich habe dein Album jetzt natürlich 2, 3, 4 Mal gehört. Und ich habe wirklich Lust in dem Moment, als ich jetzt hier hingefahren bin, noch mal einige Songs gehört. Und da hat es so oft geklickt. Und ich fahre jetzt selber bald in Urlaub und weiß schon genau, wie oft ich die Songs anmache. Geil. Weil sie genau dafür irgendwie passen. Das ist sehr, sehr geil. Geil, Mann. Ich lieb's, dass es bei dir macht, was es soll. Ja, das ist schön. Schön. Also ich freue mich sehr. Und genau, am 15.03. kommt das Album raus. Ja, welches? Johannes, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat großen Spaß gemacht. Geil. Und ich freue mich, dich bald auch wieder live zu sehen. Geil. Und wir gehen. Ah, okay. Du bist schon aus meinem Wald. Ich ist halt weg, Alter. Schon im Nerv.